Einen wunderschönen guten Morgen an einem fantastischen Donnerstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee. Besser gesagt, Case & Espresso, eine kleine Speed-Folge mal wieder. Dafür gehen wir heute aber rein in zwei schöne Cases, wie ich finde. Wir fangen an mit der Horizon Case, gesponsert von Muted. Vielen Dank dafür, ein großes Fest. Hier sind äußerst schöne Pinks dabei, wie ich finde. Einmal die A1 Nightmare. Die finde ich ja doch äußerst geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Die wäre in Factory New Statrack äußerst schmackhaft. Alternativ die Farmers Eye of Athena. Meiner Meinung nach die schönste Farmers, die wir in diesem Spiel haben. Finde ich ja äußerst geil. Für den Skin würde ich die Waffe sogar wieder mit ins Loadout nehmen. Da habe ich nämlich aktuell gar keinen Platz für. Als Red haben wir hier die AK Neon Rider, die ein wenig Special Interest ist, meiner Meinung nach. Aber natürlich sehr zu meinem Kanal hier passt und dementsprechend eigentlich auch sich irgendwo in meinem Inventar wiederfinden sollte. Oder die Deagle Code Red, die ich ein wenig schwach finde, ehrlich gesagt. Aber damit gehen wir mal rein. Blues haben wir uns jetzt gar nicht angeschaut. Lass mich gerne überraschen, was da auf uns warten sollte. Jawollo. Die auch nämlich Amber Slipstream. Und das ist ein okayes Blau, meiner Meinung nach. In den letzten Folgen habe ich schon angeteased. Ich gehe gerade rein in die Anubis Collection. In dem aktuellen Market Drop, den wir gerade erfahren können. Und ich muss ehrlich sagen, die AUG aus der Anubis Collection ist doch schon irgendwie geiler als diese Amber Slipstream, meiner Meinung nach jedenfalls. Wobei die hier tatsächlich von der Condition her vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Oder trügt der Schein, wir werden es sehen, 1,4. Das ist knappes Field Tested. Also ist Minimal Wear, aber es ist kurz davor Field Tested zu sein. Und dementsprechend sieht es auch aus, also sind die Abnutzungen doch des Skins geschuldet. Aber da schauen wir mal, was wir aus der zweiten Case ziehen. Eine wunderschöne Operation Wildfire Case. Natürlich, meine Freunde. Was soll es denn anderes sein? Und diese ist gesponsert von Pitta. Ebenfalls vielen Dank an dich. Ein großes Fest. Natürlich, was denn sonst? Ebenfalls hier starke Pinks. Sind uns natürlich im Gedächtnis. AWP Elite Bild. Kann man ja drüber streiten, ob die wirklich ein Pink sein sollte. Meiner Meinung nach sieht sie trotzdem geil aus. Kommt nicht an die Containment Reach ran. Das auf keinen Fall. Aber schöne AWP. Die Desert Eagle, die sich das Motiv teilt mit der P2000 Imperial Dragon, wie wir ebenfalls neulich schmerzhaft in einem Trade-Up feststellen mussten, ist aber natürlich eine geile Deagle. Auf jeden Fall. Und zum Abschluss die Nova Hyper Beast ist auf jeden Fall geiler als die Koi, die ich gerade equipped habe. Dementsprechend wäre auch die sehr willkommen. In FN natürlich alles schön, weil die Skins hier in FN unfassbar teuer sind für den Trade-Up. Zu der AK Fuel Injector, das ist glaube ich klar. Absoluter Banger, finde ich ja äußerst stark. Auch so ein schönes Upgrade in CS2 bekommen. Absolute Top 3 AK meiner Meinung nach. Ganz weit oben. Gerade auch, weil das Gelb einfach nicht so grell ist. Das ist schön satt. Das mag ich sehr. Es ist nicht so quietschenden-Style, muss man fairerweise sagen. Alternativ, die Battlestar, das wäre äußerst schmerzhaft. Die ist nämlich auch nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Aber damit gehen wir rein. Alternativ, als Gold, das Bowie Knife. Finde ich ein bisschen edgy Schwert, Knife, haha. Aber auch vollkommen egal, denn wir sind bei der USPS gelandet. Die natürlich auch in CS2, meine Freunde. Ich werde nicht müde, es zu sagen, fantastisch aussieht. Das Silencer ist für ein Blau ziemlich lächerlich, meiner Meinung nach. Sehr viel Detailarbeit. Und auch meiner Meinung nach ein Blue, was qualitativ man doch schon vorzeigen kann. Eben durch die ganzen Details. Das zeigt auf, dass die Blues jetzt seit schon einer Weile nicht mehr dieser Schmutz sind, den wir früher hatten. Wenn wir uns die alten Cases anschauen, Bravo E-Sport Cases. Die Blues, die da drin enthalten sind, sind ja wirklich alle ausnahmslos furchterregend. Und aus der Zeit sind wir raus. Es gibt einen gewissen Qualitätsanspruch und das finde ich sehr schön. Und ich finde, den kann man hier auch sehen. Am Ende ist es immer noch ein Blau, das stimmt, und die Farben sind alles andere als schön. Das hätte man auf jeden Fall schöner machen können, dann wäre es aber halt vielleicht auch kein Blue geworden. Auf jeden Fall stabil, meiner Meinung nach. 0,22, das ist viel testet, das ist in Ordnung. Und zum Abschluss gehen wir doch nochmal rein in eine Operation Phoenix Case. Da sehen wir nämlich auch zum Beispiel direkt den Kontrast von dem Blue, von der USPS, die wir gerade gesehen haben, zu den Blues, die wir damals hatten. Das ist im Grunde einfach eine blanke Farbtextur gewesen damals und das ist heute halt doch schon ein wenig anders. Farmer Sergeant finde ich eigentlich ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Ist ein bisschen minimalistisch, aber finde ich sehr stilvoll. USPS Guardian natürlich ein Klassiker. AK Redline, äußerst stark, äußerst geil. Sehr gerne willkommen. Und ansonsten natürlich die AWP Asimov, das ist glaube ich klar. AUG Chameleon wäre ein Trostpreis, den ich natürlich auch nehmen würde. Aber die AWP Asimov ist schon wirklich der Skin der Begierde, das ist glaube ich klar. Ansonsten Knives, die Originalen, die OGs,
die First Generation, die schönen Klassiker, Karambit, M9, Bayonet, Flipknife, Gutknife. In den alten Finishes, das wäre natürlich traumhaft. Auch äußerst teuer, die inzwischen zu kriegen. Vollkommen egal. Tech 9 Sandstorm. Natürlich ein Skin, den wir kennen und den wir inzwischen auch hassen, weil man den zu häufig gezogen hat. Und die sieht auch noch ziemlich abgeranzt aus. Das könnte tatsächlich schlimmer sein als viel testet. 363626. Das wäre fast was geworden. Aber damit sollte es das gewesen sein, meine Freunde. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag. Die Blast Finals haben angefangen. Ich hoffe, ihr konntet gestern schon reinschauen. Sehr interessante Matchups mit Cloud9 gegen Navi zum Beispiel. Natürlich sehr hitzig. C9 hat natürlich gerade ein Lineup, was zur Hälfte oder mehr sogar aus alten Navi-Spielern besteht. Das war natürlich ein Fest. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderbaren Start in diesen Tag. Das Wochenende ist in greifbarer Nähe. Durchhalten. Donnerstag kriegen wir auch noch rum. Und damit verabschiede ich mich. Und wir hören uns natürlich morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.